Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir haben ein neues Schmankerl von Max Horror am Start. Es ist The Book. Und ja, wir haben Max Horror schon ein anderes Spiel zu verdanken hier auf dem Kanal, und zwar The Apartment. Ein großartiges, kleines, super smartes Spiel, was echt viel Spaß gemacht hat und was mit viel Raffinesse gemacht wurde. Und ja, hier haben wir jetzt The Book. Und dadurch, dass ich selten gerne alleine im Necronomicon rumblättere, habe ich mir Verstärkung natürlich mitgebracht. Es ist der Bibliothekar der Herzen. Es ist der Bücherwurm der Emotionen. Es ist Benny! Yeah! Hallöchen! So, Benny, wir haben hier The Book. The Book, okay. Right Mouse to zoom. Wir haben... Ja, tatsächlich so ein bisschen wie bei Sam Fisher damals irgendwie das Tutorial so ein bisschen eingeblendet in der Wand. Finde ich eigentlich ganz geil. Na, man hat ja nicht so, du musst jetzt das machen. Okay, E ist Interacten, F ist Flashlight, Shift ist Run. Und hier haben wir noch einen Key. Einen ziemlich großen, komischen Key. Den du jetzt aber noch nicht nehmen kannst. Genau. Den kann man noch nicht nehmen. Oh, wie? Was? Lampe, okay. Interact. Sollte ich vielleicht? Okay, wir haben auch noch keine Flashlight. Remember, key behind the vending machine. Okay. Find the locker key. Aber das ist doch der locker key. Don't need the storage key. Das ist der storage key. Ah. Na, sage mal. Das können wir aus dem ersten Raum nicht raus, oder was? Escape Room. Schon fail. Epic Fail. Fein, oh, guck mal, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Die Tür. Oh, die Tür ist offen. Warum ist die Tür jetzt offen? Ich weiß es nicht. Ich mach mal Licht an. Mach mal Licht an. Schau mal, was uns jetzt hier erwartet. Oh. Okay. Ja. Wir haben auch noch keine Flashlight. Wir brauchen aber wahrscheinlich erstmal eine Flashlight, damit wir im Dunkeln überhaupt was sehen können. Ja, warte mal. Ich hab hier vorne den Storage Key. Also den... Oh, find the storage key, wo kann der jetzt sein? Warum war jetzt da der... Ernsthaft? Was? Wir haben noch... Was? Find the storage key. Oh Gott, da geht's dann noch weiter. Oh je. Oh, und in dem Raum, wo du gerade rein wolltest, da... Oh Gott, da ist ja Blut! Das Blut! Floor. Ach je. Hallo? Nee, geh da nicht rein. Linda? Is that you in there? Are you okay? Linda, was machst du auf dem Männerklo? Sorry, aber es geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Linda! Du willst jetzt nicht darüber gucken, oder? Das macht man nicht als Vorgesetzter. Das wird da hier, ne? Ist nicht. Weil ich bin Betriebsrat. Okay. Oh. Linda? Help me. Ja, das hat der Hausmeister hingeschrieben, als er die Verstopfung hier nicht mehr weggekriegt hat. Oh, wir haben ein Scrober. In the basement. Die sehen aber nicht so schön aus. So, das ist Ilse Koschmider, die war hier schon ein paar Mal kacken. Hat sie mal quasi, ne? Aber ist eine andere Geschichte. Ah, schön. Und hier spiegelverkehrt schreiben. Das sind die geilsten Voices in my head. They're watching me. Ach, they're watching me. Ah, guck mal. Und hier überall. Schön, schön. Einfach schön. Ne? Kann keiner allein so voll kriegen. Oh, hier, was haben wir hier? What is this? Okay. Went to the bathroom. We'll be right back. Linda. Okay. Ist aber nett von Linda, da so einen Zettel zu hinterlassen. Ist okay. Ja, was ist das hier? Was haben wir hier für ein... Schön. Props gehen raus an den Mann. So. Okay. Oh, das ist aber ein großes Warnschild hier, ne? Nope. So, können wir hier... Nein. Don't push the red button. Don't push it.
So, was okay, denn da die ganze Zeit dann? Da wahrscheinlich hier irgendwas, war, oder? Ja, da kommen wir ja nicht hin. Also... Zlup? Nee, da können wir nicht hin, das ist richtig. So, jetzt haben wir hier... Oh, aber hier kommen wir rein jetzt, genau. Jetzt haben wir hier grün. Ach du Scheiße, ist das halt groß. Wo ist die so big? Oh! Oh, 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 okay, das hat mich jetzt schon mal gerade gekriegt. Oh! Wo? Wie? Was? Was? Wie? Da, hinter dir, vor dir. Was? Wie? Wo? Was? Wie? Wo? Vor dir, hinter dir, hinter dir. Links, links, ja, links, rechts. Ja, aber da war doch gerade noch die Hand. Hand oder irgendwas, wa? Ja. Ja, irgendwie, ja, ja, mir war auch so. Was ich ein bisschen komisch finde, Dispoin. Kann man die Leiter mitnehmen? Hallo. Vielleicht kannst du jetzt den Storage Room mitnehmen. No. I don't need the storage key right now. Ja, 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 das. Keine Ahnung. I don't know. Was ist denn das überhaupt für ein Haus? Für ein Großheit? Was ist das hier? Es sieht aus, also. Ich würde sagen, wir sind in einem Büro. Bürogebäude. Quarantäne. Hm, ja. Toll, 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 toll. Mr. Vane. Oh Gott. Oh Gott, wer bist du, Alter? Oh Gott. Ist da Flashlight? Ich würde, ja. Jetzt zu Tag. Ja, okay. From my locker. Oh, okay. From my locker. Entschuldigung, bitte. Die Maus aus der Hand geflutscht gerade hier. I need to turn on the power for the elevator first. Okay. Kam ich dazu entschlossen, ein Oh, geil. Dann nimm sie doch bitte. Nein, er nimmt sie nicht. Nein, Benny, er nimmt sie nicht. Aber wo ist denn jetzt unser Spind? Unser, naja, er ist da, wo der Schlüssel immer noch hinterm Dingensbummens ist. Ach so, ja stimmt, wir hatten ja dahinter, hieß es ja, ja. Wer packt denn den Schlüssel auch dahinter hin? Das ist doch... Okay, normaler Mensch. Meinte locker, remember, hinter der Vending-Maschine. Was zur Hölle ist denn die Vending-Maschine? Ich kasse halt manchmal, dass ich so schlecht in Englisch bin. Die Vending-Maschine müsste eigentlich hier dieser Automat sein, da wo er gesagt hat, ist zu heavy für ihn. Zum, nee, nicht das, ach so, sondern die Automaten da hinten. Das da irgendwo dahinter, weil er wollte ja das Ding wegschieben. Genau, it's too heavy, you need to move it. Find the storage key. Theoretisch... Also nach meinem Verständnis her müsste er doch jetzt eigentlich sagen, hier ist der Storage Key. Ja. Nimm ihn. Jetzt nimmt er auch, warum auch immer. Das versteht mal einer. Zack, mach auf das Ding. Ach, guck und mal, jetzt kannst mal du hier... Useful. Götter Hintrack. Hi, Götter Hintrack. Und wir haben die Strom. Ja, hier hängen wir immer unseren Schlüssel hin. Immer. Immer. Macht Sinn. Makes sense. So, hier haben wir das Flashlight. Kruzifix. Nimm die Flashlight. So, können wir die anmachen? Ja, können wir. Ach Gott, was haben wir denn? Was haben wir denn da für einen Pommesarm, Alter? Was ist denn das für ein Spargel? Voll der Lauch. Der die Dünnarm. Ja, richtig. So, scheinbar haben wir okayen Batterieverbrauch irgendwie. Das finde ich sehr angenehm. So, dann schauen wir uns hier nochmal um. Können wir hier den Strom anmachen? Ja, da, an dem rechts wahrscheinlich, oder? An dem rechts. But it don't work. Okay. Was ist da los? Was ist hier los? Da müssen wir vielleicht erstmal in den Raum, wo es dunkel ist. Auf in den Raum, wo es dunkel ist. Hallo? Oh Mann, Alter, das ist so eine Lappentaschenlampen, Alter, die eigentlich nur für den Arsch sind. Oh, hier können wir Strom anschalten. Ja, das sieht mir sehr nach Strom aus. Guck mal hier hinten erstmal. Unter düsteren Ecken verstecken sich manchmal dreckige Recken. So. Oh, the lever is missing. Na klar, der Hebel ist weg. Wenn man den ja auch immer abmontiert. Ja, ja, nimmt man immer mit. Wie sich das halt gehört, wa? Nachdem man die Tür einlatscht hier. So, dann gucken wir mal weiter hier. Ja, Hallöchen. Die Area ist closed. Okay. Klar. Treppenhaus. Do not enter. Ja. Do not enter.
das. Exakt, wie das, Benny, mir ist dabei nicht wohl, aber was willst. Ach du Schande, Alter. Was ist denn hier los? Warum wird hier immer spiegelverkehrt geschrieben? Ja, jetzt sind wir doch im Basement. Was sind die für. Oh nee, Alter. Okay. Aber da ist der Hebel. Guck mal da vorne am Brunnen. Ja, oh Gott, Alter. Das sind die Räumlichkeiten des Hausmeisters. Linder, oh my. Nee, gerne Alu hier. Na. Das ist Linda. Wunderbar. Wer sind die anderen? Genau. Horror. Ach du Scheiße, ey. Komm, wir verpissen uns. Nimm den Rollstuhl durch, nee. Jetzt kommen wir bestimmt wieder nicht rein. Zurück. Nee, das wird wahrscheinlich irgendeine andere Scheiße hier passieren. Da hab ich fast Angst. So. Right, that should be the power for the elevator. Let's go. Ja, das ist mir aktuell gerade ein bisschen zu ruhig. Ja, das ist schon. Ich will die Axt haben. Also diese Taschenlampe. Nein! Ja, okay. Ja! Oh, hello! Thank you for playing. Okay. Ja, okay, gut. Es war ein kleines, aber feines Spiel wieder mal vom Max Horror. Und ja, es hat Spaß gemacht, solange es dauerte, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Es hat auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre gehabt. Wir sagen einfach nur, unterstützt den Dude irgendwie, ladet euch das Zeug von ihm runter, lasst eine kleine Spende für den Mann da und unterstützt kleine Entwickler wie den, Max Horror. Dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.